schon wieder die Spitze bei uns vorbei und Dennis Ulrich scheint hier ein ewiges taktisches Verhalten an den Tag zu legen. Wie in Lauf 1 erhält sich dort im Windschatten von Bussel auf und will vielleicht versuchen, dann am Ende des Laufes wieder Druck auf die Franzosen auszuüben und ihn einen Fehler zu treiben. Denn es sieht so aus, als wenn Dennis Ulrich im Moment ganz locker das Tempo des Franzosen mitgehen kann. Der Langziehler, der mit der 250er auch mit der 91 die Suzuki richtig ausquetscht, um da auf der dritten Position dran zu bleiben. Schon auch weiterhin sehr gut auf 4, 221 und Larsen auf 5, 2, 49. Beide Ständer sehr gut im Moment, 26 als 11. Tori, 9. wieder der Link mit der 460. Wenn das in der gleichen Kategorie bleibt bis zum Schluss, dann habe ich jetzt tatsächlich ein Meisterschaft auf die Badawanane. Ist es noch nicht so weit. Aranda Freund mit der 2. Absolut schnellste Runde hier in der Anfangsphase und er hängt schon am Hinterrad wieder von Sebastian Bussel. Wow, da geht es vorne richtig zur Sache, der angefangen, wenn es so richtig zieht auf die Innenbahn hier. Linker, die beiden Rotherren bei der Spitzenreiter trägt die 149 und heißt Dennis Ulrich. Cooles Manöver hier vom Deutschen und der jetzt gleich mal hier aggressiv davon zieht. Ohne auf Position Nummer 1. Sensationelles Manöver hier. Dann Bussel schaut sich nur schon, ja, ja, der gleiche Gelb, Sieben, Hinterhocker. Dann größer Anstand zu Schuller, Kawasaki, Klasse, Honda. Dann haben wir ganz nächstes Michel, genau, Martin Michel. Das ist der vorrangige Kelle, der Kartell. Und dann der Erster. Jawohl, das sind die beiden. Ulrich, der hat sich hier schon wieder ein bisschen absetzen können von Bussel, der mit Sicherheit, auch das darf man nicht vergessen, bei dem heftigen Verstand seine Schmerzen reinstecken müssen. Und das ist auch für so einen knallharten Profi, für einen taffen Ex-WM-Fahrer, kein so einfaches Stück, wenn du da vorne mal richtig stumpf einschlägst. Das kostet einfach Kraft, da nimmt man Schmerzen mit in den nächsten Lauf. Auch wenn das Adrenalin natürlich einiges verdrängt, aber das spürst du schon definitiv. Ja, schon mal unter Druck von Blasen, der auf der Rennstuhl und ein riesen Schaffer zueinander. Der hat den Platz an die Abgeschenkt. Dann Bauwechsel, der Tobi, der schaut sich um und sieht
ist, dann aber ein größeres Loch von fast 8 Sekunden vor Jolong auf mit der 220 auf 7er. Die sind dann zusammen Lars und Linie nur noch 3 Sekunden untereinander gesetzt. Tobi weiterhin auf 9, Baumrechte.